kein wirklich schönes Spiel in Bochum und dann auch noch durch ein Eigentor verloren. Bei den Lilien läuft es nicht rund zurzeit. Die Mannschaft von Dirk Schuster stand zwar hinten relativ kompakt, in der Offensive fehlte es aber deutlich an Schlagkraft. Wenn wir einen Ball erobern, dann es gibt keine Möglichkeit nach vorn zu spielen oder mit Tempo nach vorn zu gehen oder mit Ball im Fuß ein Tempo-Dribbling zu machen. Dann ist es logisch, dass wir versuchen, im Ballbesitz zu bleiben, auch mal hinten rumspielen. Aber doch bitte nicht in jeder Situation. Und das haben wir der Mannschaft auch verdeutlicht. Weil diese Aktivität nach unten, nach vorn, hat uns in diesem Spiel eindeutig gefehlt. Dass auch die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft überhaupt nicht einverstanden waren, daraus machten die mitgereisten Darmstädter nach Abpfiff keinen Hehl. Darmstadt steht nun auf einem direkten Abstiegsplatz. Und dass der Abstiegskampf nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern die Lilien aller Voraussicht nach bis ans Ende der Saison beschäftigen wird, damit hätte zu Beginn der Spielzeit wohl kaum jemand gerechnet. Ich denke, der Fan, die Fanszene und alles, was dazugehört, die sich dann auch mit dem Verein beschäftigen, die haben auch ein feines Gespür dafür, wenn man mal ein Spiel verloren hat, ob die Mannschaft alles investiert hat, ob sie alles gegeben hat. Und das hatten die Leute, die Fans eben nicht in Bochum. Und das haben sie der Mannschaft mitgeteilt. Und uns natürlich auch. Mhm. Ja, und das ist auch gut so. Und da haben sie auch recht gehabt. Überhaupt gar kein Thema. Und ich gehe allerdings davon aus, dass wir eine gute Unterstützung auch wieder in Bielefeld haben werden. Dass die Sachen aufgearbeitet sind. Dass jeder weiß und auch die Situation genau beurteilen kann. Die ist nicht angenehm. Für keinen, wenn man auf dem direkten Abstiegsplatz steht. Weder für die Mannschaft, noch für den Verein, noch für die Fans. Und wir müssen alle gemeinsam unsere Energie bündeln, dass wir da unten rauskommen. Am Samstag geht es nun für die Darmstädter nach Bielefeld. Und die Erinnerung an Bielefeld lässt ja bekanntlich das Lilienherz höher schlagen. Aber noch wichtiger als die Nostalgie wäre es sicher, die Heimreise mit Punkten im Gepäck anzutreten. 4 Jahre ist es fast her, jetzt geht es wieder nach Bielefeld. Was haben Sie für Erinnerungen an das Wunder von damals? Ja, ein paar Erinnerungen habe ich natürlich schon, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Zeit habe für diese Erinnerungen, die vor ein paar Jahren waren. Es ist ein Spiel, ich sag mal wie jedes andere jetzt, eine Zweitligapartie. Natürlich geht es auch wieder um sehr viel, es geht auch um 3 Punkte. Was damals war, ist irgendwo im Kopf versteckt, aber dafür habe ich leider keine Zeit.